Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Anna Herrhausen. Ich bin Geschäftsführerin der Alfred Herrhausen Gesellschaft. Es ist uns eine große Ehre und Freude, Ihnen heute gemeinsam mit dem Rowohlt Berlin Verlag Parag Khanna und sein neues Buch Move vorzustellen. Für uns in der Alfred Herrhausen Gesellschaft ist es auch ein schönes Wiedersehen. Bereits vor 2 Jahren durften wir im Rahmen unseres Projektes Weiterdenken, Ordnen, Gestalten mit Parag zusammenarbeiten. Für dieses Buch steuerte er ein Kapitel bei, in dem er eindrücklich beschrieben hat, welches Maß an regionaler Integration sich derzeit in Asien vollzieht und was dies für den Rest der Welt bedeutet. Heute geht es um Paragues neues Buch, Move. Vorstellen werden wir es gemeinsam mit dem Autor selbst, mit Anna Sauerbrei und Hanna Neumann. Anna Sauerbrei ist Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegel hier in Berlin. Hanna Neumann ist Mitglied des Europäischen Parlaments als Teil der Fraktion Die Grünen, European Free Alliance. Anna wird Ihnen Parag und Hanna gleich noch näher vorstellen. Move, beweg dich. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Parag Khanna, der auch gerne mal Globalisierungserklärer genannt wird, dieses Buch in Zeiten der Pandemie fertiggestellt hat. Das Zeitalter der Migration, so lautet der Untertitel des Buches, wird vorgestellt während Ausgangssperren, Einreiseverboten und lahmgelegten Flugverkehr. Auch Parag wollte eigentlich heute hier in Berlin sein. Nun ist er uns aus Singapur zugeschaltet. Wie sehr er bis zuletzt gehofft hat, bei uns sein zu können, zeigt die Tatsache, dass wir bei 17 Uhr Ortszeit geblieben sind. Für uns in Deutschland alle ganz angenehm, für Parag etwas sportlicher. Für ihn ist es jetzt nämlich Mitternacht. Nun ja, wir können also schlussfolgern, der Autor ist nicht einer der Kommentatoren, die in der Pandemie das Ende oder sogar das Zurückdrehen der Globalisierung sehen. Auch wenn man inzwischen vielerorts hört, die nächste Pandemie wird kommen, aus Sicht des Autors ist das nicht eine dominierende und damit auch nicht eine erklärende Entwicklung. Vielmehr setzt er auf 3 andere Megatrends: auf den Klimawandel, auf demografischen Wandel und auf die Digitalisierung. Klimawandel und Demografie erfordern Migration. Digitalisierung ermöglicht oder gestaltet sie. Wir reden hier, oder Parag Khanna zumindest, redet hier nicht von immer wieder auftretenden Flüchtlingsströmen, die wir natürlich auch schon lange kennen. Er redet von etwas, das der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung, der WBGU, schon 2016 in etwas anderem Kontext, aber immerhin den Umzug der Menschheit genannt hat. Im Jahr 2100 könnte die Welt 4 Grad Celsius wärmer sein als heute. Die Weltkarte, die Parag Khanna für diese Welt zeichnet, zeigt eine arktische Passage, die ganzjährig offen ist und bewohnbare Zonen in Kanada und Russland miteinander verbindet. Das Amazonasgebiet, das inzwischen Wüste ist. Dichte Hochhausstädte in Skandinavien, Großbritannien, Nordrussland und Grönland, die einen Großteil der Weltbevölkerung beherbergen. Australien, das im Wesentlichen der Produktion von Solarenergie und dem Abbau von Uran für Atomenergie dient, ansonsten aber weitestgehend verlassen ist. Was bemerkenswert ist an Parags Prognosen ist, dass sie keine Schreckensszenarien darstellen wollen. Migration wird hier nicht, wie sonst meist, als eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts beschrieben, deren Ursachen bekämpft werden müssen. Im Gegenteil, globaler Wettbewerb um Menschen, um Arbeitskräfte und um Konsumenten wird als ausschlaggebend für zukünftigen Wohlstand beschrieben. Dabei
zeigt Parag vor allem zahlreiche Chancen auf, die eine Neuverteilung der Menschen auf dem Planeten mit sich bringen kann, wenn wir sie bejahen und bewusst fördern. Zum Beispiel Entlastung von strapazierten Ökosystemen, globaler Gemeinsinn statt Nationalismus, Kreislaufwirtschaft statt Geisterstätte. Das sind nur ein paar Schlagworte, auf die der Autor sicherlich noch weiter eingehen wird. Ich hoffe, dass ich jetzt Ihr Interesse geweckt habe. Wir steigen tiefer ein in die Thesen von Parag Khanna und wir werden versuchen, die in einer anschließenden Diskussion einem ersten Reality-Check zu unterziehen. Sie sind herzlich dazu eingeladen, währenddessen auch Fragen an uns zu übermitteln, die wir gerne in der Diskussion aufnehmen werden. Wie das genau funktioniert und überhaupt durch die Veranstaltung führen, wird uns jetzt Anna Sauerbrei. Anna, ich übergebe an dich. Vielen Dank, liebe Anna. Auch von meiner Seite allen hier im Stream noch einmal herzlich willkommen zu dieser Buchvorstellung von MOVE, das Zeitalter der Migration. Und ich möchte zuerst jetzt auch nochmal Parag Khanna guten Tag sagen. Hallo nach Singapur. Ich hoffe, du hast genug Espresso vor dir, um das noch eine Stunde mit uns durchzuhalten. Sehr gut. Alles in Ordnung, danke. Parag Khanna stelle ich noch kurz vor. Er ist tatsächlich ein Weltbürger. Er wurde 1977 in Kanpur in Indien geboren, hat als Kind in Indien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt, bis seine Familie dann in die USA gezogen ist. Er hat an der Georgetown University in Washington studiert, an der London School of Economics in London promoviert. Er hat mehrere Bücher geschrieben, die alle befassen sich im weitesten Sinne mit Geopolitik und Globalisierung. 2019 haben sie vielleicht in Deutschland schon wahrgenommen, The Future is Asian, unsere asiatische Zukunft auf Europas Berlin erschienen. Und heute sprechen wir über MOVE, das Zeitalter der Migration, sein jüngstes Buch. Sie werden jetzt merken, dass er auch Deutsch wie ein Muttersprachler spricht. Es liegt daran, dass er in Flensburg zur Schule gegangen ist als Austauschschüler und dort auch Abitur gemacht hat. Hallo auch liebe Hanna Neumann. Ich glaube, von Homeoffice zu Homeoffice in Berlin sprechen wir heute miteinander. Auch Hanna Neumann ist eine Pendlerin, die pendelt hin und her zwischen Berlin und Brüssel und Straßburg, wo sie, wie Anna Herrhausner schon gesagt hat, für die Grünen im Europäischen Parlament sitzt. Dort ist sie Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und auch für Sicherheit und Verteidigung, was auch gut zu ihrer Ausbildung und zu ihrer wissenschaftlichen Karriere passt. Sie hat nämlich im Bereich Friedens- und Konfliktforschung an der FU promoviert, auch mehrere Bücher geschrieben, unter anderem über Friedenskommunikation in lokalen Konflikten und über die Debatte über die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Bevor wir jetzt richtig loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Anna Herrhausen hat es schon gesagt, Sie können sich gerne auch mit Fragen an der Diskussion beteiligen. Die Fragen einfach in diesem YouTube-Stream unter den Stream in die Kommentare schreiben. Die werden mir dann hierhin weitergeleitet und zum Ende unserer etwa einstündigen Diskussion werde ich dann aufnehmen und an die beiden Diskutanten gern weitergeben. Es gibt natürlich auch einen Twitter-Hashtag, wenn Sie das Ganze auf Twitter kommentieren wollen oder sich mit anderen Zuschauern auf Twitter austauschen wollen. Das ist Hashtag MOVE und in Verbindung mit Hashtag Parag Khanna. Steigen wir vielleicht ein mit dir und mit der zentralen These des Buches. Anna Herrhausen hat es schon gesagt, du prognostizierst ein Zeitalter der Massenmigration, ist aber nicht einfach eine Fortsetzung der Migrationsbewegung ist, die wir im Moment sehen, sondern tatsächlich etwas völlig Neuartiges. Du beschreibst das auch in einer relativ drastischen Sprache, sprichst von einem Strudel der Menschheit, der sich völlig neu auf der Erde verteilen wird. Was sind denn die Faktoren, die dazu führen werden, aus deiner Sicht, dass diese Knote eintrifft und was wird passieren? Wohin werden die Menschen wandern? Also erstmal danke, Anna, für die Einleitung und zunächst einmal ganz herzlichen Dank an Anna Herrhausen und die Herrhausen-Gesellschaft, nicht nur für die Gastgeberschaft heute unter diesen komplizierten Umständen, aber vielmehr auch für unsere frühen und langjährigen Kooperationen und ihre Unterstützung solcher tiefgreifenden Diskussionen über Themen, die für uns alle von großer Bedeutung sind. Also wirklich vielen Dank. Und auch natürlich einen großen Dank an Anna
und Hannah. Ich weiß, dass eigentlich für alle vier von uns diese Mission teilen, vernünftige Politik zu gestalten im Interesse des globalen Gemeinwohls. Also jetzt auf die Frage über die Faktoren. Ja, also es führt sich darauf so, von mir aus auch, also mit oder ohne Pandemie, sagen wir so, all die mächtigsten historischen Triebkräfte, menschliche Massenbewegungen sind heute immer noch im Schnellgang, sogar in der Überholspur, könnte man sagen. Erstens gibt es die demografischen Ungleichheiten, wobei nördliche Länder schrumpfen an Bevölkerung. Das ist schon seit Jahren der Fall und vor allem nach der Finanzkrise. Und jetzt wird es wirklich ernst aus zwei Gründen. Erstens gibt es einen zweiten Baby-Bust mit der Pandemie, also der zweite Baby-Bust, könnte man sagen, innerhalb von 12 Jahren. Und auch wegen der heranschreitenden Vergreisung einer großen Generation von Babyboomers europaweit, Nordamerika, auch Nordostasien. Also diese Vergreisung der Pensionierenden. Da geht es nicht nur um die Arbeitskräfte, die als Ersatz benötigt sind für Alterspflege, aber überhaupt über viele Branchen der Industrie hinweg, wie Infrastruktur, Informatik und so weiter. Zweitens gibt es die politischen Unruhen auf der Welt. Und das kennt zwar gar kein Ende. Flüchtlinge und Asylbewerber aus Afghanistan, Syrien, Afrika. Und es wird nur schlimmer mit und nach der Pandemie, mit der Wirtschaftskrise in der Entwicklungswelt, was jetzt gerade wieder ausgebrochen ist sozusagen. Also die Folgen dieser Pandemie und deren Zusammenwirkung mit wirtschaftlichen Krisen ist noch ein wichtiger Faktor. Drittens gibt es die wirtschaftlichen und technologischen Störungen, die gleichzeitig ausspielen, auch in der Entwicklung aus dem Rostgürtel nach Texas oder Kalifornien. Nach der Finanzkrise strömen massenhaft Griechen und Italiener nach Norden innerhalb von Europa. Also das kennen wir schon. Die Automatisierung wird sich auch nur beschleunigen mit der Umsetzung verschiedener Fabriken jetzt nach der Pandemie von Arbeitgebern. Also mit dieser Beschleunigung, also das handelt sich beide um Roboten, also so wie künstliche Intelligenz. Also mehr Leute werden neue Arbeit suchen müssen oder aber dorthin ziehen, wo die Lebenskosten erzwinglicher sind. Und letztens gibt es natürlich den Klimawandel. Es ist nicht aufzuhalten, nur weil wir jetzt eben die Sache ernst nehmen. Und auch wenn steigende Temperaturen und den steigenden Meeresspiegel unter Kontrolle gebracht werden konnte, gibt es immer noch die jährlichen Naturkatastrophen, Trockenheit von den USA bis nach Indien und Grundwassermangel, was Millionen Menschen schon wegtreiben aus ihrer Heimat. Die Frage lautet eigentlich schon, welche Regionen auf der Erde werden überhaupt die Menschheit ertragen können? Und also diese Triebkräfte menschlicher Geografie können wir nicht voneinander trennen. Die haben sehr komplexe und wechselwirkende Effekte. Milliarden von Menschen werden sich in den kommenden Jahrzehnten mehrmals bewegen müssen, aus verschiedenen und sogar widersprüchlichen Gründen. Und so sehe ich jetzt die Lage, unser Ausgangspunkt sozusagen. Und wie gesagt, das war schon die Lage vor der Pandemie und wird sich auch nur beschleunigen danach. Vielen Dank, Hannah Neumann. Ganz einfache Frage. Teilst du die These? Also erstmal, Anna, ich bin Parag total dankbar für dieses Buch und ich freue mich, dass wir das heute Abend hier auch diskutieren können, weil ich gefühlt die halbe Zeit meines politischen Lebens mit der Abwehr der Migration zu tun habe. Und eigentlich ist es sehr erfrischend, finde, das mal jetzt konstruktiv zu diskutieren. Also einfach zu sagen, es gibt diese Migration, sie ist da. Und dass wir jetzt anfangen, irgendwelche Zäune aufzubauen und uns davor zu schützen und sie als das große Böse darzustellen, mit all den Kollateralschäden, die ertrinkenden Flüchtlinge im Mittelmeer, die Erpressbarkeit durch die Türkei, das ist ja die auch tagespolitische Debatte, einfach zu sagen, sie ist da und lasst uns doch gucken, wie wir vernünftig damit umgehen. Das finde ich als Ansatz wirklich sehr konstruktiv und dafür bin ich sehr dankbar. Ich würde trotzdem gerne zwei Thesen, die ich im Buch doch immer wieder gefunden habe, widersprechen. Das eine ist, ich sehe diese großen Migrationsströme, die Parag beschreibt. Ich kann mir vorstellen, dass die kommen. Ich würde aber nicht sagen, dass die so einzigartig sind, sondern wenn wir in die etwas längere Vergangenheit schauen, dann haben wir eigentlich immer wieder Migrationsströme gehabt, ausgelöst durch Kriege, durch Hunger, durch Industrialisierung, durch Handel, auch durch die Kolonial-
Herrschaft. Und eigentlich ist das, was wir hier im Westeuropa in den letzten 40 bis 50 Jahren gehabt haben, mit einer relativen Sesshaftigkeit, die große Ausnahme, auch historisch gesehen. Und selbst wenn man da mal eins tiefer reinschaut, also ich habe in meinem Team in der Vorbereitung mal rumgefragt, bei wem eigentlich alle vier Großeltern in der gleichen Stadt wohnen. Und es gab niemand. Also dass man irgendwie sich als Familie in unterschiedlichen Orten lebt, begreift, integriert, hin und her auch wechselt, auch im Laufe des Lebens. Ich selber bin ja quasi auch ein Arbeitsmigrant, ist eigentlich was Natürliches. Und deswegen sehe ich zwar die Herausforderung, aber ich würde nicht sagen, dass wir nicht auch auf Altbekanntes zurückgreifen können, um das zu um damit umzugehen. Das Zweite, was ich mich frage, und da würde ich mich auch wirklich freuen, wenn wir in der Diskussion nochmal darauf eingehen können, ist, das eine ist ja Move im Sinne von die Menschen, die wirklich, die gehen können, die weggehen können, die das Geld haben, die die Ausbildung haben, die gewollt sind. Ich als Politikerin muss mich aber fragen, wie kriegen wir so eine erzwungene Migration, wie die durch den Klimawandel zum Beispiel auch so gesteuert, dass es nicht am Ende ein Survival of the Fittest ist. Also dass die Stärksten, die am besten Ausgebildetsten davon profitieren, dass auch reiche Länder so ein Rosinenpicken machen können. Also die hätten wir gern, die Migranten, aber die wollen wir nicht, sondern dass das irgendwie auch sozial gerecht funktioniert. Und wir haben in der Europäischen Union, wo wir ja eine umfassende Freizügigkeit hatten, zumindest bis Corona kam, ja auch gesehen, welche auch schlechten Effekte das zum Beispiel auf Regionen in Rumänien und Bulgarien hat, wenn es sehr viele arme Kinder und keine Ärzte mehr gibt. Und dem vorzubeugen ist, glaube ich, dann die Komplementäraufgabe zu dieser relativ freien Migration, wie wir sie vielleicht wahrscheinlich haben werden. Perikana, möchtest du kurz darauf erwidern? Nicht unbedingt, weil es stimme ich eigentlich überein. Also ich sehe auch nicht Migrationsströmungen als einzigartig, und die haben aufgesammelt mit der Zeit. Zwar geht es für mich auch um also philosophisch sozusagen zu bemerken, dass Beweglichkeit ist doch ganz natürlich. Es ist sogar menschlich. Und wenn wir uns alle kollektiv darauf einstellen, dass es doch tatsächlich so ist und immer so gewesen ist, dann hätten wir vielleicht weniger Angst davor, wenn neue Leute einfließen. Insofern stimme ich dir vollkommen überein. Und zwar wird die Welt, vor allem wenn es auf die Klimakrise angeht, lässt sich nicht durch nur also arm gegen reich sozusagen aufteilen, weil reiche Menschen in reichen Staaten werden ebenfalls so ähnlich, also nicht ähnlich, aber dann gleichzeitig betroffen. Es sind auch natürlich Hollywood-Schauspielerstars, die ihre Großhäuser in Waldbränden verlieren in Kalifornien. Und wie Anna vorhin als Beispiel genannt hat, Australien ist auf dem Weg zur Verwüstung anlässlich von Klimawandel. Insofern ist das, also ist es der Umwelt sozusagen egal, ob wir reich oder arm sind. Aber der moralische Sinn hinter deinem Punkt, das stimme ich auch vollkommen überein. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf zwei Punkte, zumindest von den diversen Ursachen, die du genannt hast, genauer eingehen. Das eine ist der Klimawandel, das andere die globale demografische Entwicklung. Du schreibst ja, dass der Klimawandel zum Beispiel dazu führen wird, wie jetzt gerade auch, dass Küstenregionen in den USA nicht mehr bewohnbar sind, dass Ackerland in Nordafrika und überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent zur Wüste wird, die Menschen dann dort wegziehen müssen. Dutzende neue Städte in unbesiedelten Gebieten, vormals unbesiedelten Gebieten dazu entstehen. Könntest du vielleicht einmal ganz konkret nochmal Regionen benennen? Ein paar Beispiele hast du ja schon mal gesagt. Und dann auch noch die Frage, ist es tatsächlich so, dass nicht auch vor Ort durch bauliche Veränderungen, durch Dämme, auch Lebensräume so umgestaltet werden können, dass die Menschen trotzdem dort weiter leben können? Das ist ja in vielen Ländern auch schon im Gange, die gerade westlichen, reicheren Ländern, die Dammprojekte an den Küsten schon in Angriff genommen haben. Die USA bereiten sich auch ganz gezielt darauf vor. Also ich würde so ein bisschen die These in Frage stellen, dass es tatsächlich unaufhaltsam sind und dass Lebensräume nicht mehr rettbar sind.
Ja, also erstens, also eine Antwort aus der Sicht eines Geografen sozusagen. In der Tat gibt es, also vor allem auf Klima wieder fokussiert, es gibt doch Gewinner und Verlierer sozusagen, was geografischen Raum angeht und dessen Bewohnbarkeit. Und alle Gewinner sind in der nördlichen Hemisphäre, wobei es auch in der nördlichen Hemisphäre Verlierer sind. Aber die ganz große Mehrheit der Weltbevölkerung befindet sich sowieso im Norden, sozusagen nördlich vom Äquator. Insofern geht es tatsächlich um eine Umverteilung von hauptsächlich eurasiatischen Völker beziehungsweise von uns und unter uns. Das wäre eine Art und Weise, dies neu zu formulieren oder in den Griff zu bekommen. Also was bewohnbare Länder angeht, die gleichzeitig geografisch sowie auch wirtschaftlich in der Lage sind, neue Einwanderer anzuziehen, vor allem Kanada, Großbritannien, die skandinavischen Staaten, Deutschland, Norditalien, Kasachstan, Japan und zu guter Letzt Russland, wo ich längerfristig eine Kanadifizierung sozusagen erwarte, nicht vom politischen System natürlich, aber in der Verwirklichung, dass sie ohne Massenmigration wenig Zukunft haben. Dann zu der Frage, ob diese Trends unaufhaltsam sind. Ja, also wie gesagt, wir sind schon so weit. Das ist keine Zukunftsprognose. Wie passt man sich an dem, und jetzt sehen wir wieder auf alle Trends hinaus, nicht nur Klimawandel, aber wie passt man sich dem syrischen Bürgerkrieg an? Ich meine, sollte man wirklich dort vor Ort bleiben? Wie passt man sich der endlosen Trockenheit Zentralafrikas an und auch den Bürgerkriegen dieser Region? Warum würde man das überhaupt versuchen, wenn man wo stabileres hinziehen kann? Wir erwarten nicht von reichen australischen Landwirten, dass sie zu Hause bleiben nach der Verwüstung ihrer Bauernhöfe. Insofern, jeder Mensch sollte das Recht darauf haben, sich zu bewegen, irgendwo, wo die Umstände besser sind. Es wäre wünschenswerter sozusagen, wenn gewisse Einwanderer dort bleiben, wo sie herkommen. Aber das war die leitende Position der 90er Jahre. Wir waren alle viel zu jung, daran beteiligt gewesen zu sein. Aber es gab den sogenannten Barcelona-Prozesses unter anderem, wo erklärt wurde, das waren unter EU- und NATO-Ländern, sie würden mehr investieren und engagieren in Nordafrika und dort Entwicklung zu fördern und dadurch die Auswanderung zu demotivieren. Ich meine, das sollte ziemlich irgendwie bekannt vorkommen, weil so reden wir immer noch, als ob das nicht vor 30 Jahren schon der Fall war, die Ausrede war. Aber es ist so wenig getan worden und wir werden lange noch die weittragenden Konsequenzen dieses Versagens erfahren. Das ist die schlichte heutige Realität. Es gibt tatsächlich immer noch Lebensräume, die gerettet werden können. Das gehört auch zur Frage, beispielsweise auch die Wälder des Amazons und Westafrikas und Nordostindiens. Es gibt noch reiche Waldgebiete und viele bewohnbare und zwar entvölkerte Gebiete, die noch unter Schutz gebracht werden können, die nachhaltig verwaltet werden können. Und dort wird man hingehen, interessanterweise. Also es geht um die Bewegung überhaupt. Es geht um die Menschlichkeit dieses Themas zurückzukommen. Es geht um unsere Sehnsucht nach politischer und ökologischer Stabilität unter komplexen und wechselwirkenden Umständen. Nicht in erster Linie darum, ob ein Mensch irgendwo nach Europa will oder nicht nach Europa will. Es geht darum, dass wir als Menschen darauf einstellen müssen, uns wieder in Bewegung setzen zu müssen. Hanna Neumann, die Europäische Union scheint eher auf dem Standpunkt zu stehen, das, was Farrakhan als Denken der 80er, 90er Jahre bezeichnet hat. Also einerseits, wir versuchen den Klimawandel noch möglichst abzuwehren. Der Green New Deal soll jetzt noch mal ein bisschen Bewegung da reinbringen. Andererseits eben Abwehr von Migration. Sind die Europäer da nicht auf dem Stand? Sie sind nicht ganz auf dem Stand, aber ich würde es auch nicht so zuspitzen wollen wie Parag. Also das eine ist, und ich glaube, das ist, was jetzt der Green Deal auch versucht, ist zu sagen, wir müssen natürlich alles, was den Klimawandel beschleunigt, reduzieren. Das ist ja dieses Ziel, klimaneutral zu sein bis 2050, bis 2035 auf 55% zu reduzieren. Das reicht vielleicht immer noch nicht,
Aber der Ansatz erstmal zu sagen, jeglichen Beitrag, den wir als Menschen dazu leisten, dass diese Klimakrise immer mehr wird, den müssen wir jetzt erstmal unterbinden und zurückzufahren. Und ich glaube, das ist die Basis dafür, dass man dann gucken kann, was man im Bereich der Anpassung macht. Und das sollten wir trotzdem nicht vernachlässigen. Also wie kann man die Gebiete, die man weiter durch technische Möglichkeiten, sei es der Bau von Staudämmen, sei es Wassersysteme, sei es wassersparendere Landwirtschaft, ne? Da gibt es ja mittlerweile technisch auch ganz viel. Wie kann man dafür sorgen, dass Menschen in ihren Ländern, in ihren Wohnorten, in ihrer Heimat bleiben können? Weil es gibt natürlich die, die Parag beschreibt, die auch sich bewegen wollen, die, für die man es auch leichter machen muss, dass man auch gestalten muss. Aber es gibt einfach auch ganz viele Menschen, die noch eine sehr enge Verbindung haben mit ihrem Dorf, mit ihrem Land, mit ihrer Familie, mit ihren Ahnen, mit ihrem Wald, je nachdem, wo sie leben. Das habe ich auch einfach viel erlebt, gerade in diesen Nachkriegsgesellschaften, wo Leute einfach das Wichtigste für sie war, wieder zurückzukommen und das Haus zu sehen, in dem sie auch. Die hätten auch einfach in der Hauptstadt bleiben können. Da wäre es ihnen vielleicht ökonomisch sogar besser gegangen. Aber diese enge Verbundenheit, die ist auch eine, die wichtig ist. Und ich finde, da haben gerade wir reichen Länder, die daran schuld sind, dass die Klimakrise so schlimm ist, wie sie ist, auch eine Verpflichtung, zu schützen, wenn sie das möchten, zu Hause zu bleiben, auch ermöglichen kann, da zu bleiben. Wo ich aber wirklich finde, dass wir eine Lücke in der Politik haben, ist genau die Frage, wie können wir Einwanderung von Menschen, die selber migrieren wollen, und Menschen, die wir bei uns brauchen, vernünftig regeln und managen, sodass zum einen, ne, diese soziale Spaltung dadurch nicht größer wird von denen, die wir wollen und denen, die, von denen wir im Moment sagen, wir wollen sie nicht. Und zum anderen, wir es aber auch wirklich passend machen können auf die Art und Weise, wie unsere Gesellschaften funktionieren. Und da finde ich fast das deutsche Beispiel das Spannendste. Also wir haben in den 60er Jahren Gastarbeiter geholt. Und wir haben ja bis 2000 fast gebraucht, bis man sich politisch überhaupt eingestanden hat, dass man ein Einwanderer ist. Also eigentlich nur stützig, um den de facto Zustand zu beschreiben. Und wir sind heute 2021 immer noch nicht so weit, dass wir ein vernünftiges Einwanderungssystem haben, mit dem wir genau diese Regulierung vornehmen können, die wir brauchen und die Kanada beispielsweise schon sehr, sehr viele Jahre hat. Und da ist natürlich, das ist jetzt auch so eine geteilte Zuständigkeit zwischen der Europäischen Union und Deutschland. Aber ja, da herrscht nach wie vor dieses Gefühl vor, Migration ist was Böses oder ist was Schwieriges oder was, was uns irgendwie kulturell über den Haufen schmeißt, was aber gar nicht mit dem übereinstimmt, was wir an de facto Migration haben. Also wenn man jetzt mal in Deutschland zum Beispiel durch die Krankenhäuser läuft und sich sowohl die Krankenschwester als auch die Ärztinnen anschaut, dann sind das häufig ganz viele Menschen von überall aus der Welt und das ist ja auch gar kein Problem. Also irgendwie klafft das so auseinander, das, was wir eigentlich, wenn man die Realität beschreibt, wo auch als Geschichte, als Narrativ, als was Bedrohliches erzählen, wo ja unterm Strich, ich fand diese Rechnung ganz interessant, wenn man sich einfach mal angeguckt hat, zum Beispiel die Menschen, die aus Rumänien und Bulgarien zu uns kamen, die ja bis heute immer noch als sowas, auch als eine schwierige Zuwanderung wahrgenommen wird. Unterm Strich haben die mehr ins Sozialsystem eingezahlt, als sie rausbekommen haben. Also auch einfach mal das so ganz sachlich runterzubrechen, ist, glaube ich, was, was uns da gut täte und uns helfen würde, konstruktiver ranzugehen und das auch als gewinnbringender wahrzunehmen. Auch da sagst du, Parag, ja, dass es quasi unvermeidlich ist, weil es einfach so erhebliche Schwankungen in der Demografie der Länder weltweit gibt. Also einerseits die ärmeren Länder, die aber häufig sehr viele junge Menschen haben, die Arbeit suchen, und dann eben die etwas wohlhabenderen nördlich-westlichen Staaten, die diese jüngeren Arbeitskräfte eigentlich brauchen. Aber auch hier stelle ich mir die Frage, wie festgelegt ist das tatsächlich? Also klar, in Deutschland hatten wir eine lange Phase sinkender Geburtenraten zum Beispiel. Jetzt ist es aber auch seit 10 Jahren wieder so, dass es wieder etwas ansteigt. Also wie festgelegt ist die demografische Entwicklung tatsächlich? Sehr gute Frage. Also es geht weniger eigentlich um die Anzahl von Menschen als das demografische Gleichgewicht oder die Ausgewogenheit eigentlich. Also China hat zum Beispiel ja eine ganze Menge Menschen, aber jedes Kind heute, und die stehen übrigens
kurz vor einem riesen demografischen Absturz. Und man kann sich darüber informieren, inwieweit das Ein-Kind-Politik jetzt, also die sozusagen die Hinterlassenschaft dieser Politik ist ganz schon krass, also für die deutsche, für die chinesische Altersstruktur. Also jedes Kind heute in China wird arbeitende Steuerzahler werden und wird sich um 2 Eltern und 4 Großeltern kümmern müssen. Also es geht, wie gesagt, um die wirtschaftliche Belastung und fiskale Nachhaltigkeit, vor allem und vor allem in Deutschland und Europa, wo immer mehr vergeisen und der Wohlfahrtsstaat sehr teuer ist und schon überfordert ist. Also die deutsche Bundesregierung, und ich möchte hier jetzt, was Hanna gesagt hat, ich fand die Antwort wirklich toll, weil sie hat doch mit der richtigen Datei beantwortet. Und wenn wir mit Fakten argumentieren, dann können wir auch die Menschen, die Wähler davon überreden, dass es doch im eigenen Interesse ist sogar, die Arbeitskräfte anzuziehen. Also die deutsche Bundesregierung tut genau das, wie Hanna beschrieben hat. Die werben aktiv in den Philippinen und Indonesien um Krankenschwester für die Altersversorgung. Und zwar im Wettbewerb mit China und Japan sowie die USA. Und darüber habe ich im Buch auch geschrieben, dass es einen weltweiten Wettbewerbskampf gibt um Krankenschwester aus Südostasien. Und so massiv ist der Bedarf nach diesen Arbeitskräften, allein in dieser Branche sowie in technischen Bereichen. Und die deutschen Arbeitskräfte steigen nicht aufgrund natürlich der einheimischen Geburtsrate, auch wenn das in den letzten Jahren etwas angestiegen ist, sondern wegen der Einwanderung. Und das ist noch ein ganz wichtiges Faktum, was weit mitgeteilt werden sollte, weil das insofern ist Deutschland doch eine sehr gute Ausnahme in der Einwanderungspolitik europaweit. Und deswegen bleibt Deutschland in dieser Rolle als Wirtschaftsmotor. Das ist ein Grund dafür natürlich. Also als großes Land steht Deutschland in einer ähnlichen Lage wie andere, etwa die USA oder Großbritannien. Aber in den Fällen, also deren Ruf jeweils ist massiv gelitten, entweder wegen Trump oder Brexit, angesichts des globalen Talentenwettbewerbs. Und ich will natürlich nicht, dass Deutschland den gleichen Fehler macht. Insofern gibt es eigentlich eine große Chance für Deutschland, nicht nur irgendwelche beliebige Menschen anzuziehen, sondern wirklich die Fähigsten, die wettbewerbsfähigsten und begabtesten mit den besten Abschlüssen und Fertigkeiten, sowie auch natürlich diejenigen, die einen humanitären Bedarf haben, ins Ausland zu ziehen. Hanna Neumann-Ferkan hat es schon gesagt, die Deutschen machen erste Ansätze in diesen Wettbewerb tatsächlich als Wettbewerb zu verstehen und auch Arbeitskräfte anzuwerben. Allerdings muss man sagen, dass ja insgesamt auch mit anderen Einwanderungsgesetzgebungen in Ländern, die sich schon länger als Einwanderungsland verstehen als die Deutschen, natürlich ganz andere ausgefeiltere Systeme gibt. Wie gut macht sich Deutschland, wie gut machen sich andere europäische Länder aus deiner Sicht in diesem Wettbewerb derzeit? Oder würdest du es überhaupt als Wettbewerb sehen? Also es entwickelt sich zum Wettbewerb, das ist in der Tat so. Also gerade in dem Medizinpflegebereich haben wir sicherlich einen Wettbewerb. Auch im Bereich der Ingenieure gibt es schon eine ganze Weile diesen Wettbewerb. Und es gibt, Deutschland fängt, glaube ich, langsam an, in diesen Wettbewerb reinzugehen und diese ganz gezielten Anwerbungsprogramme zu machen. Aber es fehlt noch dieses Gesamtkonzept. Also zum einen dieses Gesamtkonzept, das Ganze zu erklären und zu vermitteln. Also ja, wir sind ein Einwanderungsland, wir werben Leute an. Und das zweite ist das Konzept, wie geht man drumherum damit um? Also beispielsweise gibt es immer noch diese sehr hohe Hürde, was man verdienen muss, um dann diesen Status hier zu bekommen und seine Familie nachzuholen. Da müsste man mal drüber reden. Was passiert, wenn jemand seinen Job verliert? Vielleicht auch einfach, weil der Job, mit dem er hergekommen ist, einer ist, der sozial nicht gut war, weil der Chef irgendwie schlimm war. Und dann fällt meistens dieser Bleibegrund mit der Kündigung weg. Also so, dass die Leute einfach nicht diese soziale Sicherheit drumherum haben. Ich glaube, das ist was, wo wir besser werden müssen. Ich finde auch, und das verstehe ich wirklich nicht, dass wenn Menschen als Flüchtlinge zu uns kommen, aber gewisse
Fähigkeiten haben. Also wenn zum Beispiel eine Krankenschwester aber als Flüchtling aus Syrien zu uns kommt, dann gibt es im Moment keine Möglichkeit, einen Spurwechsel zu machen, also sich dieses Ausbildungsergebnis anerkennen zu lassen, dann hier als Krankenschwester zu arbeiten und nicht mehr durch das Asylverfahren zu müssen, sondern wie eine Migrantin behandelt zu werden. Das sind so diese ganz kleinen Dinge, die man machen kann. Aber neben der Notwendigkeit, die ich wie Parag sehe, dass auch Deutschland sich auf diesem Markt weiter attraktiv machen muss und weiter auch gezielt anwerben muss, bin ich dann jetzt doch irgendwie diese Außenpolitikerin, die viel in den Ländern auch gearbeitet hat, wo die Menschen weggehen. Also ich habe ja lange auf den Philippinen gearbeitet, ich habe in Nordafrika gearbeitet und in Westafrika gearbeitet, wo man eben auch die Effekte davon sieht, dass es diese reichen, attraktiven Länder gibt, die dann die gut Ausgebildeten abziehen, beziehungsweise wo die gut Ausgebildeten gerne hingehen. Ne? Das ist ja so ein Pull und Push, so eine Mischung. Und wo dann aber die zurückbleiben, die diese finanzielle Möglichkeit nicht haben, wo die zurückbleiben, die einfach diese Ausbildung nicht haben und deren Lebensstandard sich massiv dadurch verschlechtert, dass eben die, die eine Wertschöpfung im Land machen können, eigentlich gehen und angeworben werden. Und ich habe auch bis heute meine Probleme damit, dass wir zum Beispiel sogenannte Migrationspartnerschaften mit Ländern wie Marokko oder Tunesien abschließen, die im Endeffekt heißen, ich überspitze das jetzt, aber das steht im Endeffekt da drin, ne? Die Hochqualifizierten von euch, die können gerne zu uns kommen und die Studenten können auch zu uns kommen und damit wir denen Visaerleichterungen machen, müsst ihr aber eure Flüchtlinge zurücknehmen. Und wenn wir Migration so egoistisch gestalten, dann glaube ich, sorgt das auch nochmal für enorme globale Verwerfungen, die uns im Moment noch gar nicht klar sind. Die umgekehrte Perspektive ist ja, dass es eben in vielen aufnehmenden Gesellschaften, nicht zuletzt in Europa, ganz starke Abwehrreaktionen weiterhin gibt. Und das finde ich auch eine der faszinierendsten Passagen in dem Buch von Parag Khanna, dass er sagt, diese Form des Nationalismus werden wir uns schlicht nicht mehr leisten können, so wie die demografische Entwicklung ist und die wird aussterben. Es wird alten Ausländerfeinden, schreibst du, das ist ein Zitat, blüht das, was der pakistanische Schriftsteller Mohsin Hamid gewitzt den großen Brexit in den Himmel nennt. Also ältere Nationalisten sterben aus und die jüngere Generation wird Migration sehr viel selbstverständlicher annehmen. Jetzt sind natürlich auch die Debatten um Migration hier in Europa und wir haben das in den vergangenen Jahren in Deutschland besonders erlebt, nach der Migrationskrise 2015 sehr heftig gewesen. Ist das nicht auch ein Faktum? Das stimmt, also das ist es auch, aber ich finde es auch sogar gesund. Also in der Tat begann die Debatte schon vor 2015, da Deutschland, Frankreich, Italien und andere und so weiter schon einwand, also wie Hanna auch vorhin sagte, man hat schon bekennt, also oder man war schon dessen bewusst, dass sie Einwanderungsgesellschaften geworden sind. Und nun habt ihr umso mehr Erfahrung mit der Aufnahme von arabischen und afrikanischen Flüchtlingen und Asylbewerbern und so weiter. Also die Einwanderungspolitik, aber die Einwanderungspolitik ist eine ganz strategische Sache und sollte auch transparent durchdacht werden. Finde ich. Und wie gesagt, das ist der Übergang vom passiven, irgendwie von einer passiven Perspektive auf das aktive. Und das würde ich sogar befürworten. Und Hanna ist auf jeden Fall eine Hauptdarstellerin, könnte man sagen, in diesem Übergang, was ich sehr, wie gesagt, gesund und wichtig finde. Aber durch diese Debatte wird man zum Schluss kommen, dass populistisches Erschrecken sehr wenig bringt. Und dass man aus wirtschaftlicher und sogar strategischer Sicht eine gesunde, junge Demografie braucht. Und wollen wir aber diesen Übergang schaffen, also wenn wir diesen Übergang schaffen wollen, von Debatten zu Lösungen, dann sollten wir mehr Ressourcen der Eingliederung und Anpassung von Einwanderern widmen. Und wie ich das sehe, also nach der Lärmpolitik der letzten Jahre, kommen ernste Fragen. Und Hanna hat einige von genannt. Was machen wir mit der Politik des Nachholens, also Familiennachholens und so weiter? Und wenn man, wie sie auch sagte, wenn man einen Job verliert, können die bleiben oder nicht bleiben oder umtrainiert werden? Das sind die ernsten, das sind die technischen Fragen und
kommt es letzten Endes an? Und auch dazu, was können Europäer voneinander eigentlich lernen oder von Kanada lernen? Weil Kanada ist doch eine erfolgreiche multikulturelle Gesellschaft und sind auch damit einverstanden. Als Volk, weil das so häufig diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Und ich bin übrigens sehr stark für Integrationspolitik, sei es Sprachschulen und Ausbildung, damit die neuen Deutschen sich auch noch deutsch fühlen, überhaupt nicht nur als Gäste, weil das in der Tat hat sich in der Vergangenheit natürlich erwiesen, eine Generation nach der anderen, dass wer als Gast kommt, ist doch länger da als nur ein Gast. Und darauf sollten wir doch jetzt einstellen und nicht überrascht werden. Also ich meine, und die Sprache ist doch natürlich sehr wichtig. Kann ich persönlich eine Anekdote mitteilen? Ich meine, ich habe selber insgesamt nicht mal 2 Jahre in Deutschland verbracht. Aber ich fühle mich ziemlich deutsch über den Zugang zur Kultur, was das Sprachkenntnis eigentlich ermöglicht. Also insofern ist es doch ein Fundament, eine Basis. Und übrigens zu philosophischen Untersuchung, da redet man von Gastgeberschaft. Das ist gerade der Spruch, was so häufig in der Literatur, in der Philosophie benutzt worden ist gegenüber dieser Frage von Migration. Beziehungsweise es ist ziemlich irrelevant, was die Philosophen vom 18. oder sogar vom 19. Jahrhundert zu diesem Thema gesagt haben. Es ist so gemütlich zu lesen, sei es in Kant oder Locke. Man redete immer von kurzfristiger Gastgeberschaft. Wobei wir haben es mit einer verschmelzenden Weltbürgerschaft zu tun. Also es ist eine ganz andere Lage heute. Hanna Neumann, teilst du die These, werden wir das Ende des Populismus in Europa noch erleben? Ich wünsche es mir sehr. Wieder mehr auf genau dieses konkrete Lösen der Herausforderungen konzentrieren können. Und ich glaube aber, was wir dazu brauchen, und das ist das, was wir in den letzten 6, 7 Jahren sicherlich seit 2015 gefehlt haben. Also als Angela Merkel da stand und gesagt hat, wenn diese Menschlichkeit, dass wenn Leute an der Grenze sind und mit Kindern und die wirklich kurz vor dem auch gesundheitlichen Kollaps sind, dass man da nicht die Grenze aufmacht und die reinlassen kann. Wenn das nicht in diesem Land sozusagen in Ordnung ist, in Deutschland, dass man das macht, dann ist das nicht mehr mein Land. Das war noch mal so ein letzter Moment, hatte ich das Gefühl, wo jemand einfach da stand und gesagt hat, ich habe dieses Verständnis von Menschlichkeit. Ich habe auch diese Vision dessen, was gut ist für unser Land, aber auch für diese Welt als Ganzes. Und ich stehe dazu und ich werbe dafür um Unterstützung und um Mehrheiten. Und ich glaube, das macht für mich gut Leadership aus und eben nicht, dass wenn man irgendwie merkt, das wird jetzt unbequem und man muss das jetzt erklären, warum so viele Flüchtlinge kommen, dass man dann mit so abstrakten Obergrenzen oder sowas um sich wirft, als ob man die durchsetzen könnte und als ob sich die durchhalten lassen könnten. Und ich würde mir insbesondere wünschen, und ich glaube, dass das dieser Populismusdebatte auch wirklich Boden entziehen würde, dass wir uns erstens an Fakten halten, das hatten wir vorhin schon, und zum anderen auch wirklich überlegen, wie wir über Migration und Flucht reden, nämlich zum einen als Chance. Und es gab wirklich ein schönes Narrativ im Europawahlkampf, das ein paar wenige Parteien angefangen haben zu erzählen, weil den meisten ist es ja bekannt, dass wir diese Herausforderungen im Moment innerhalb der Europäischen Union haben, dass Flüchtlinge vor allem im Süden ankommen und gleichmäßig auf alle leben sollten, aber nicht alle Länder gleichmäßig bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Und es gab ja dann ganz viele Gemeinden und Kommunen, Seebrücke, sichere Hafen und so weiter und so fort, die gesagt haben, wir könnten eigentlich mehr aufnehmen. Vor allem im Moment sind ja die Kapazitäten, die wir aufgebaut haben 2015, 2016, weitestgehend leer stehen. Und dann gab es diesen Ansatz zu sagen, statt dass man jetzt sagt, jeder muss so viele Flüchtlinge nehmen, das ist ja wieder diese Last, ne? Also das ist ja fast wie so eine Strafe, wenn man sagt, das Land muss so viele Flüchtlinge nehmen. Und wenn es das nimmt, muss es eine Strafe zahlen. Dass man einfach sagt, ein Flüchtling, sich um den gut zu kümmern, mit Sprachkursen, mit Unterkunft, mit den Sozialleistungen, die damit zusammengehören, das kostet eine bestimmte Summe Geld. Und wenn eine Gemeinde einen Flüchtling aufnimmt, dann bekommt die Gemeinde diese Summe Geld zur Verfügung gestellt und dazu noch ein bisschen mehr für Gemeindeinfrastruktur, sei es Kindergartenneubau, Aufbau von der Volkshochschule, was auch immer. Und dann können die Gemeinden sich quasi darum einfach melden, wie viele Flüchtlinge sie aufnehmen können zu den Konditionen.
Und dann würde das genau diese Logik zum Beispiel umdrehen und zu sagen, guck mal, das ist eine Chance für uns als Gemeinde, wir haben wieder mehr Menschen, wir können zum Beispiel diese Grundschule weiter in Schuss halten und das ist einfach eine Chance, dass wir auch nochmal unsere Infrastruktur verbessern können oder einfach, wir machen das aus Menschlichkeit, aber es bringt uns nicht mehr in finanzielle Schwierigkeiten, weil der Ausgleich fehlt. Und ich finde, das sind so diese Ansätze, mit denen man so dieses alte Konstrukt, Karl sagt es ja so schön, diese Gastgeberschaft, ne? Dieses, wir nehmen die auf, irgendwie anders, also eigentlich diese Menschlichkeit in die Debatte wieder zurückkriegen kann. Und das ist wirklich was, darüber komme ich nach wie vor nicht hinweg, dass wir das mal unterwegs verloren haben. Auch wenn man sich anschaut, wie im Libanon irgendwie 4 Millionen syrische Flüchtlinge leben, auf einem Land von 20 Millionen. Und das ist für die wirklich eine riesen Herausforderung, auch weil Libanon in keinster Weise so reich ist wie wir oder so stabil ist wie wir. Und trotzdem ist einfach vollkommen klar, wir waren Flüchtlinge, die sind Flüchtlinge und irgendwie kümmert man sich halt umeinander nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich verstehe wirklich nicht, dass uns gerade in Deutschland das so dermaßen abhanden gekommen ist. Und ich bin auch nicht bereit, das zu akzeptieren. Ich würde jetzt gerne mit der Bitte um relativ kurze Antworten euch beiden noch eine Frage stellen, bevor wir dann zu den Fragen der Zuschauer kommen. Keine Veranstaltung ohne Corona, leider bleibt auch uns das nicht erspart. Wir sind mitten in einer Pandemie, Parag, und viele Ökonomen gehen davon aus, dass die Globalisierung, die ja eine der Grundvoraussetzungen für deine These ist, in dieser Form gar nicht so zurückkommen wird. Also wir erleben jetzt schon in Teilen eine Renationalisierung der Wirtschaft in den Lieferketten. Natürlich ist auch die Arbeitsmigration in vielen Regionen ausgesetzt oder stark eingeschränkt. Du schreibst, das sei nur vorübergehend eine künstlich herbeigeführte Pause. Was macht dich da so sicher? Und so ist es auch. Und Globalisierung ist nur wirklich auf begrenzte Art und Weise gebremst worden durch die Pandemie. Also zum Hintergrund mussten allerlei Globalisierungskritiker, auch wenn sie Ökonomen sind oder nicht, bekennen, dass sie auch nach den Terroranschlägen vom 11.09. in den USA sowie nach der Finanzkrise von 2008 den Tod der Globalisierung ausgerufen haben. Es war genauso ein falscher Ansatz damals, wie es heute ist. Erstens ist natürlich die Unterbrechung von Lieferketten während der Pandemie ein Zeichen dafür, wie stark wir schon an Globalisierung angewiesen sind. Zwar auch die globale Digitalisierung als Ersatz für das globale Reisen. Also globalisiert sind wir immer noch, auch wenn Lieferungsketten kurzfristig unterbrochen worden sind. Natürlich wäre es nachhaltiger, und das ist ein ganz anderer Ansatz, aber es wäre nachhaltiger, unsere Nahrungsstoff und Güter selbst herzustellen. Und ich hoffe, wir steuern die Agrarpolitik und Industriepolitik immer mehr in diese Richtung, so wie es schon in der Energieversorgung zum Beispiel gelungen ist. Das wäre durchaus sensibel, auch wenn das zu Globalisierung beiträgt, statistisch, oder Globalisierung beeinträchtigt oder verringert. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis es soweit ist. Und außerdem sind die globalen Finanzmärkte noch wesentlich wichtiger als Globalisierungsmaßstab, als der Handel. Und die sind globalisierter als je zuvor. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt für die Europäer, weil ihre Pensionskassen überfordert sind. Ihr versucht als Europäer immer mehr mit China und Asien, in China und in Asien zu investieren, um Umsätze zu gewinnen. Also nochmals, das ist eine Globalisierungsanhängigkeit, was man nicht entkommt. Und darüber hinaus kommen ganz mögliche Szenarien wie die Überholung der deutschen Autoindustrie von immer mehr elektrogetriebenen chinesischen Wagen. Also was wird denn aus der deutschen Exportsupermacht? Und das passiert alles, während die Industrie drängt Richtung Robotisierung, was immer mehr dazu führen wird, dass die Menschen im Dienstleistungsbereich arbeiten werden. Und dafür bedarf es junge Leute mit den angemessenen Fertigkeiten. Also wer die sind, wo die herkommen und was sie lernen, sind die Fragen, die man unmittelbar beantworten muss. Und es ist alles viel wechselwirkender und komplexer, als die meisten denken. Deswegen musste ich auch Finanzmärkte und China und Autoindustrie und künstliche Intelligenz alles in einen Topf schmeißen, um die Frage zu beantworten. Weil ohne die alle gleichzeitig zu berücksichtigen, haben wir kein realistisches Bild und wir machen kein realistisches Szenario über die Zukunft.
Also sagen wir also kurz zur Globalisierung. Am Ende gewinnt eigentlich immer die Globalisierung und die Globalisierten. Und deswegen ist die Bereitschaft und die Fähigkeit zum Bewegen eine Säule des menschlichen Daseins und unserer Fortentwicklung sogar auch. Hanna, teilst du das? Kommt die Globalisierung mit voller Wucht wieder nach der Pandemie? Also ich glaube, die Pandemie hat uns schon so an zwei, drei Stellen gezeigt, wo wir uns der Globalisierung quasi kritiklos ergeben haben, was vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen. Also ich glaube, dieses schnelle Hin- und Hergefliege, um sich nur am Flughafen zu treffen, um dann ein In-Persona-Meeting zu haben, das kann ich mir vorstellen, dass das Dinge sind, die irgendwie wegfallen. Ich wäre auch hoffnungsfroh, das ist für mich aber gar nicht die Corona-Pandemie, sondern insgesamt dieser doch zunehmende Fokus auch auf die Frage, was machen gewisse Dinge mit unserem Klima, wenn dieses Hin- und Herschiffen beispielsweise von Materialien oder von Rohstoffen irgendwie ein bisschen reduziert werden könnte. Also, dass ich mir bei Amazon ein T-Shirt aus China bestelle, das ich mir halt auch hier bei um die Ecke im Laden holen könnte. Ne? So eine Sache meine ich. Da habe ich auch eine Hoffnung, dass das weniger wird. Aber ich glaube, dieses Vernetzte, dieses Gemeinsame und in diesem Sinne Globale, das wird bleiben und das wird mehr werden. Da weißt du, die Digitalisierung viel Vorschub. Aber ich muss auch sagen, in meiner Generation gibt es einfach auch durch das Sprachliche sehr, sehr viele Menschen, für die die Grenzen eigentlich nur noch so ein bisschen was Nerviges auf dem Weg woanders hin ist. Und ich glaube, das lässt sich diese Generation auch von der Pandemie nicht nehmen. Die Frage ist eher, wie können wir das so gestalten, dass das gesund ist für den Planeten? Aber das ist für mich die beschränkende Frage. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Dann würde ich jetzt mal schauen, was es alles für Fragen gibt. Eine Frage kommt von Anna Herhausen. Vielleicht können wir sie einfach nochmal zuschalten. Dann kann sie die selbst stellen. Vielen herzlichen Dank, Anna. Ja, Parag, wir haben uns ja, wie schon gesagt, auch im Rahmen eines Projektes kennengelernt, wo wir bei der Alfred-Herhausen-Gesellschaft uns sehr detailliert nochmal auseinandergesetzt haben mit dem Gedankengut von Alfred Herhausen, von meinem Vater. Und eine Überlegung, die er, glaube ich, Ende der 80er in einem Fernsehinterview mal geteilt hat, war zu sagen, naja, es gibt diese Ökosysteme auf der Erde, die sind für den ganzen Planeten, für die ganze Menschheit wichtig. Und irgendwie müssen wir doch überlegen, wie wir uns auch global darum kümmern können und wie wir möglicherweise bestimmte Länder, in denen diese Ökosysteme noch nur mal sind, dabei unterstützen können, genau diese zu schützen für die gesamte Erde. Und ich habe mich sehr gefreut und wollte da einfach noch mal nachhaken, als ich das Folgende las bei dir, nämlich, um ganze Landmassen des Planeten für großflächige Umsiedlungen umzuwidmen, wird es notwendig sein, große Flächen einer strikten nationalen Souveränität zu entziehen und sie gewissermaßen zu administrativen Schutzgebieten zu deklarieren, die als Land- oder forstwirtschaftliche Nutzflächen, als Meeres- oder Naturschutzgebiete ausgewiesen sind. Also wenn wir hier beim Thema Paradigmenwechsel sind, auch hier ein Paradigmenwechsel, den du vorschlägst. Und ich würde einfach mich freuen, wenn du das noch ein bisschen ausführen könntest. Ja klar, also es handelt sich natürlich um Souveränität, um das Prinzip von Souveränität. Und wenn es ein Bereich ist, wo Staaten nicht ganz an Souveränität eingebüßt sind, dann ist es doch in der Migrationspolitik. Aber in vielen anderen Hinsichten, also haben wir weniger Kontrolle über die grenzüberschreitenden Zuflüsse von Kapital, von Datei und so weiter als je zuvor. Also, aber das ist doch immer noch ein Bereich. Also man hat noch Souveränität über die umweltlichen Bedingungen, über die Naturressourcen im eigenen Territorium und natürlich die Grenzkontrolle, was die Ein- und Auswanderung von Menschen angeht. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, also wie können wir vielleicht Staaten mit einer verwundbaren Ökologie sozusagen davon überreden, etwas weniger souverän zu sein, dann geht es darum, ihnen die Ressourcen mitzuteilen oder zu liefern, die denen dabei helfen, ihr Naturschutz, ihr Naturaufbau sozusagen besser zu pflegen. Und das heißt, dass die Souveränität etwas abgeweicht wird, ohne das zu sagen,
weil wir reden jetzt von sehr empfindlichen Staaten wie Russland. Und Russland ist ein gutes Beispiel, weil Russland arbeitet, Brasilien zwar auch, mit der IUCN, International Union for the Conservation of Nature, also eine Genfer Organisation. Und IUCN ist gerade, sollte mehrmals schon Nobelpreis gewonnen haben, wenn noch nicht, weil die sind dabei, diese, also jeweilige Regierungen dabei zu helfen, diese Schutzgebiete zu erklären und auch dann die Tools, die Mittel zu übergeben, zu trainieren, die Beamten auch, dass das auch aufrechtgehalten wird. Und insofern wird Souveränität langsam, das wandelt sich in Administration, in Verwaltung. Also natürlich, uns gehört dieses Territorium, aber wir verwalten das im Interesse des Gemeinwohls. Und langsam kann es so auch gesteuert werden, wenn wir nicht nur dann irgendwie überreden oder oktroyieren, sondern wenn wir durch so Mitleid und Ressourcen wirklich Hilfe liefern. Hanna, willst du da noch einsteigen? Also ich finde das jetzt einfach aus so internationaler Beziehungsdebatte sehr spannend. Ich stimme Park zu 100% zu. Wir müssen irgendwie schauen, wie wir diese Gebiete, und das ist jetzt der Amazonas, aber auch Permafrostboden und so weiter und so fort, auf eine Art und Weise geschützt kriegen, zur Not an den Regierungen vorbei, die diesen Schutz unterminieren wollen. Das Spannende ist, dass wir damit anfangen, und das ist ja genau das, was IUCN auch ein Stück weit macht, zu sagen, liebe Brasilianer, der Amazonas, der ist vielleicht in Brasilien, aber der gehört euch nicht, der gehört der ganzen Welt, weil der für die ganze Welt so eine wichtige Rolle hat. Und das ist nochmal eine neue Dimension, die ähnlich wie die Migration einfach staatliche Souveränität und dieses sehr auf Staaten und Grenzen und Besitzen und Souveränität ausgerichtete System, das wir in den letzten 100 Jahren hatten, einfach zeigt, wie das an seine Grenzen stößt und wie wir uns davon ein Stück weit auch emanzipieren müssen, wenn wir den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden wollen. Dann habe ich eine Frage von Samuel Walker, der nochmal auf den rechtlichen Unterschied zwischen Migranten und Flüchtlingen eingeht und schreibt, macht das überhaupt noch Sinn in einer Welt, wie sie Parakana beschreibt? Hanna Neumann, vielleicht auch eine Frage an dich im europäischen Kontext. Du hast ja die zwei Tracks in Deutschland schon geschrieben. Also es gibt einen Unterschied zwischen Flüchtlingen und MigrantInnen und das ist erstmal ein rechtlicher Unterschied, der sich auf die Genfer Flüchtlingskonvention bezieht. Das heißt, es gibt einfach Menschen, die bedroht werden, beispielsweise, weil sie ihre freie Meinung äußern oder die bedroht sind, weil sie von Krieg vertrieben werden und die haben erstmal einen Anspruch auf Asyl, auf einen Flüchtlingsstatus und darauf in einem anderen Land irgendwie unterzukommen. Das ist ja auch was, mit dem viele Menschen aus Deutschland beispielsweise in den USA untergekommen sind. Das ist der Flüchtlingsstatus. Das ist einfach ein Recht darauf, woanders Unterkunft zu finden. Und dieses Recht wird im Moment unterminiert, beispielsweise durch die Art und Weise, wie es eben keinen legalen Weg mehr gibt, genau diesen Flüchtlingsstatus auch innerhalb der Europäischen Union zu beantragen. Dann gibt es Migration. Da geht es eher genau um dieses, jemand möchte gerne woanders hin zum Arbeiten. Oder jemand möchte gerne in ein anderes Land, weil da seine Familie lebt. Also sowas, was Freiwilliges. Das sind erstmal politisch-rechtliche Konstrukte. Im Endeffekt ist die Herausforderung eine ähnliche und das mischt sich im Moment auch, weil ja auch Menschen Flüchtlingsstatus beantragen, wo dann gesagt wird, die werden nur Migranten. Da aber Flüchtlinge eigentlich dann lieber auf den Arbeitsmigrationstrack wollen, obwohl sie auf das Flüchtlingsticket erstmal hier reingekommen sind. Ich tue mir trotzdem in der momentanen Debattenlage sehr, sehr schwer zu sagen, das ist wirklich eines und wir sollten das aufweichen, weil ich finde, dass es für Menschen, die massiv bedroht werden, also politisch Verfolgte, oder für Menschen, die vom Krieg fliehen, einfach wirklich dieses juristische Anrecht braucht, dass sie woanders aufgenommen werden, bis sich das in ihrem Heimatland wieder ändert. Und ich möchte, dass wir da in keinster Weise dran kratzen. Deswegen sollte man, glaube ich, für beide das erleichtern, aber auch nicht anfangen, das in einen Topf zu schmeißen im Moment. Hm. Park, du hast ja noch eine ganz andere, viel radikalere Idee, einen globalen Reisepass. Kannst du das noch erläutern? Also natürlich, für absehbare Zeit natürlich sind die anerkannten Pässe alle von gegenseitig anerkannten Regierungen ausgestellt.
wird sich, sagen wir, auch wenn das sich nicht ändert, geht es für mich darum, also um einen Übergang auf das Digitale, wobei, wenn man eine grundsätzlich gemeinsame Basis schafft, von Dateiaufgebot, was dann notwendig ist, zum Grenzüberschreiten. Sagen wir mal, also wo man in den letzten 14 Tagen oder mehreren Jahren oder auf längere Zeit gewesen ist, was für ein Strafzettel man hat, wo man ausgebildet worden ist und so weiter. Solche Dateien, Immunitätsstatus auch dann jetzt wichtig dazu. Packen wir das alles aufs Blockchain und das ist dann nur, also natürlich haben wir immer unsere Vorbehalte, was Datenschutz und so weiter angeht, aber wenn es auch sicher auf einem Blockchain ist, dann haben die Grenzbehörden nur Zugang zu dieser Datei, wenn man versucht, irgendwo, also sich zu beantragen, ein Visum zu beantragen oder man kommt an die Grenze an und dann kann das kurzfristig übermittelt werden und dann kann die Entscheidung fallen, ob man rein darf oder nicht. Und das würde also das Grenzüberschreiten oder einfach mal das Reisen und das Migrieren viel bürokratischer machen, weil dann geht es nicht darum, dass Länder für alle Ewigkeit klassifiziert werden als irgendwie, also Drittrangigen-Status und arme Länder und wenn sie von daher kommen, dürfen sie ja gar nicht rein. Es geht eher um das Individuum und ob man dann sozusagen qualifiziert ist oder zumindest nicht gefährlich ist und dann darf er rein. Und das wäre ein kleiner Schritt, ist schon heute machbar, aber es würde für Millionen von Menschen, Milliarden eigentlich, einen ziemlich großen Unterschied machen. Dann kann man da vielleicht auch gleich in Blockchain speichern, ob jemand geimpft ist oder nicht. Dann könnte die Europäische Union sich ihren digitalen Impfpass sparen. Eine letzte Frage noch an Hanna Neumann von Günther Platzdasch. Ist Hanna Neumann der Ansicht, China, Russland, Polen oder Ungarn würden ihre Obergrenzen bzw. Migrationssteuerung auch nicht durchhalten können, so ähnlich wie du das für Deutschland, wie Parag Khanna das für die Welt prognostiziert? Ich glaube es ehrlich gesagt wirklich nicht. Also das eine, was man mal, ich bin auch kein großer Fan der polnischen und der ungarischen Regierung gerade, aber was man der Ehrlichkeit halber sagen muss, ist, dass zum Beispiel relativ viele ukrainische Flüchtlinge auch in Polen und Ungarn untergekommen sind. Also es ist auch nicht so, dass sie keine nehmen, aber sie haben immer noch die Idee, dass sie sich aussuchen könnten, welche sie nehmen. Und ich glaube, dass wir davon perspektivisch wegkommen müssen und dass das auch nicht zu halten ist. A, diese Idee, dass man wirklich mit Grenzen und Zäunen Menschen davon abhalten kann, dauerhaft hierher zu kommen. Und zum anderen, dass man das auf eine Art und Weise dauerhaft steuern kann, dass man sich quasi immer nur die Rosinen rauspickt. Weil entweder irgendwann fallen diese Zäune oder es gibt massive Konflikte dort, wo diese Zäune sind, die dann eben auch beispielsweise über Terrorismus Auswirkungen auf uns haben. Und ich glaube wirklich, anstatt dass man verschiedene mit verschiedenen Narrativen, mit verschiedenen Politiken, aber eben auch mit Waffengewalt und mit Zäunen versucht, diese Grenzen hochzuhalten, sollte man doch einfach sagen, Migration ist ein natürliches Phänomen und lasst uns gucken, wie wir das für alle gewinnbringend so regulieren können, dass alle irgendwie was davon haben und man beispielsweise demografische Ungleichheiten ausgleicht, aber auch schaut, dass in Regionen, wo viele wegwandern, man trotzdem dann alternative Angebote für die schafft, die vor Ort sind. Und das täte uns als Weltgemeinschaft sehr viel besser. Das Problem ist, und das ist, glaube ich, auch das Problem von dem globalen Pass, den Parag sich so wünscht, dass wir eben nicht 192 Länder sind, glaube ich, Regierungen haben, die da alle die gleiche Perspektive haben und am gleichen Strang ziehen, was das Ganze komplizierter macht. Aber perspektivisch, ja, es wird immer Migration geben und wir wären deutlich besser dran, wenn wir konstruktiv damit umgehen würden. Vielen Dank. Eine letzte Frage, die muss ich jetzt noch stellen, obwohl wir ein bisschen über der Zeit sind, aber wir haben die besondere Rolle Asiens in dem Buch noch gar nicht erwähnt. Und eine These, Parag Khanna, ist, dass auch die europäische Zukunft asiatisch ist. Du hast jetzt noch 2 Minuten, das ganz schnell zu erläutern, warum. Also zu Asien, gut, dass du die Frage gestellt hast, weil natürlich also die asiatische Jugend sind in der Tat die größte Zielgruppe, die es gibt auf der Welt. Es sind 2 Milliarden asiatische Jugend. Insofern ist das natürlich sehr, sehr zentral für die globale
Zukunft. Und zwar sieht diese Demografie anders aus in der Zukunft als in der unmittelbaren Vergangenheit. Nehmen wir mal das Beispiel, also den Vergleich zwischen Chinesen und Indern. Bereits gibt es mehr als 3 Millionen indischstämmige Arbeitskräfte in den OECD-Ländern gegen nur 2,3 Millionen chinastämmigen. Also, und Inder sind im Durchschnittsalter 12 Jahre jünger als Chinesen. Und wenn wir von ganz Südasien sprechen, dann sind das 1,8 Milliarden Menschen, die diese Region darstellt. Also im Gegensatz zu, und interessanterweise, was die Geopolitik angeht, im Gegensatz zu Chinesen stehen Inder und Südasiaten im Allgemeinen nicht unter geopolitischem Verdacht. Die können zwar schon an für sich besser Englisch, haben Informatik und Medizin studiert, die Fachbereiche, die Hanna auch vorhin erwähnt hat, und passen sich ziemlich gut an. Das habe ich selber erfahren, das ist eine Anekdote im Buch, als ich das Hauptquartier von SAP in der Umgebung von Frankfurt besucht habe. Das kam mir vor als ein Little India irgendwie inzwischen. Sie haben also in Deutschland immer mehr Inder anstatt Kinder. Das ist genau das Gegenteil von dem, was plädoyiert wurde, 90er Jahre. Aber wie gesagt, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Einwanderung doch ein friedlicher Prozess sein kann und wie es auch schon gewesen ist. Und wie Hanna auch zum Schluss sagte, dass beide Seiten davon doch profitieren können. Unsere Zeit ist leider rum. Ganz herzlichen Dank an Parag Khanna und Hanna Neumann für die Debatte. Auch natürlich im Namen des Rowohlt Verlags und der Alfred Herrhausen Gesellschaft. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Und ich glaube, wir können uns alle nur wünschen, dass wir bald wieder etwas mehr on the move sein werden, in Bewegung, in unseren Ländern in Europa, quer über den Globus. Ich reise auch gerne ohne digitalen Reisepass weiter mit meinem schönen roten europäischen Pass. Und dann können wir vielleicht auch nochmal live zusammenkommen und weiter debattieren. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.